Hi zusammen, herzlich willkommen hier zu diesem kurzen Video, wo wir uns gedacht haben, das müssen wir euch unbedingt mal ganz kurz zeigen. Ich wollte eigentlich jetzt gar kein Video machen. Ich nehme hier ein Makro auf und das wollte ich einfach für mich jetzt mal machen. Ich brauche ja auch immer ein paar Bilder für Instagram und ich hatte jetzt einfach mal Lust. Ich habe nämlich zu Hause bei mir, und das habe ich in vielen Makro-Videos schon erzählt, eine relativ gut erhaltene Stubenfliege gefunden, die an einem Faden in einem Spinnennetz hing. Ja? Und ihr kennt mich, meistens ernte ich sowas ab, tue das in so ein kleines Döschen und wenn ich Zeit habe, dann mache ich mal ein paar Bilder. Und in diesem Video heute möchte ich euch mal zeigen, wie wichtig es sein kann, nicht nur, wenn ihr ein Porträt oder ein Model fotografiert, mit einem Reflektor aufzuhellen, sondern wie wichtig das auch sich darstellt hier in diesem einfachen Setup-Aufbau, den ich hier jetzt habe. Also wir haben hier zum Beispiel eine große Softbox, die habe ich jetzt einfach mal auf volle Kanne gestellt, damit die Fliege hier auf der spiegeligen Unterfläche, wo sie ist, einfach ein Licht von hinten drauf bekommt. Ja? Und dann habe ich einfach, ich hätte das jetzt viel toller machen können, aber ich hatte keine Lust, ich habe jetzt einfach von links meinen kleinen LED-Scheinwerfer hingestellt, der übrigens auch als Powerbank verwendet werden kann. Das ist ein sehr, sehr tolles Teil. Das kann ich euch unten auch mal alles rein verlinken. Dann habe ich die Stubenfliege dahin postiert. Ich habe jetzt schon im Makro gesehen, so toll taufrisch ist die gar nicht mehr. Das merkt man dann auch immer an den Facettenaugen, die bekommen dann Flecken. Jedenfalls, das muss ich mir dann später nochmal groß anschauen, aber ich vermute, da sind schon einzelne Segmente schon weg jetzt, weil sie da vielleicht doch schon länger hin. Und dann habe ich hier aufgebaut meine Sony A7 IV und mein Laowa 25mm f2.8 Ultra Makro, was ich jetzt aber nur auf eine Vergrößerung von 2,5:1 eingestellt habe. Das ist schon mehr als doppelt so viel wie ein normales Makro, aber das ist jetzt mal alles nur am Rande. Ich wollte euch ja einfach nur das mit dem Reflektor zeigen. Trotzdem noch der Vollständigkeit halber, unten drunter habe ich die Nisi Makroschiene, wo ich jetzt dann eben ein Stacking mache. Das heißt, ich mache 20, 30 Bilder hintereinander mit einem verlagerten Fokus und baue den später in Photoshop zusammen, wie ich das auch schon oft gezeigt habe. Drunter ist der wunderschöne Leofoto G2-Kopf, den ihr auch mit großer Freude aufgenommen habt. Da hat ja Foto Franz 10% gehabt und ihr habt den gekauft wie nix. Ja, das war echt klasse. Also der ist wirklich super, weil da kann ich ganz minutiös hier den Kopf einstellen. Ganz toll. Und jetzt nehme ich euch das mal mit dem Rekorder auf und zeige euch, wie das aussehen kann, wenn ich hier eben so ein, einfach hier so ein Putztuch nehme. Ja, so habe ich mir jetzt einfach geholfen. Das ist jetzt wirklich, wir haben jetzt ganz spontan dieses Video gemacht. Ja? Also ich hatte hier dieses Tuch liegen, ja, und dann dachte ich mir, hey, cool, nimmst du das halt mal als Aufheller und hältst das mal so rein. Und das möchte ich euch jetzt hier mal zeigen, wenn ich hier auf Aufnahme drücke, wie das aussehen kann, wenn ich das jetzt hier so einführe. Und dann seht ihr schon, ohne dass ich jetzt irgendwie ganz speziell hier was Spezielles bastel, haben wir hier auf der rechten Backe von dieser Stubenfliege einfach ein ganz softes, schönes Licht, was als Fülllicht dient. Und wenn jetzt ihr so ein bisschen Tiefe in dem Bild haben wollt, ja, dann könnt ihr ganz normal damit arbeiten, indem ihr einfach diesen Reflektor ein bisschen weiter weg positioniert. Ja? Also ihr stellt den einfach ein bisschen weiter weg oder ihr könnt jetzt ganz einfach mit der Distanz arbeiten, also je näher er steht, desto heller, seht ihr ja, wird diese Backe, bis er dann ganz ins Bild reinkommt. Und wenn ich ihn wegrutsche, dann haben wir hier so ein ganz schönes, softes Fülllicht. Ja, und die Herangehensweise, die kennt ihr. Ich gehe dann in die Fokuslupe und werde jetzt beginnen, vorne am Nasenflügel oder was auch immer ich da drauf haben will, das Vorderbein vielleicht, ja, da fahre ich mal so weit zurück, bis ich sage, ja, das ist das erste Element der Fliege, das ich scharf haben will. Und dann beginne ich natürlich jetzt hier ganz normal mit der Aufnahme. Ja, das habe ich jetzt auf 5 Sekunden gestellt, sodass ich die Kamera nicht berühren muss. Das kann ich jetzt hier mal auf 2 stellen, dass es ein bisschen schneller geht. Dann verändere ich wieder den Fokus, verlagere den und so mache ich jetzt meine 30 Bilder durch. Das müssen wir jetzt nicht alles demonstrieren. Ihr kennt die Herangehensweise und das fertige Bild blende ich jetzt euch dann am Ende ein. Okay.
Okay, ihr habt jetzt gesehen, wie wir mit einem ganz einfachen Tuch hier, in dem Fall einfach so ein Objektivputztuch, ein Motiv aufhellen können. Natürlich ist das auch genauso wichtig, wenn ihr zum Beispiel ein Porträt fotografiert, irgendein Familienmitglied oder wie auch immer. Das eine Licht ist das Führungslicht und dann setzt ihr auf der anderen Seite noch einen Reflektor oder eine weiße Wand oder. Da gibt es viele Möglichkeiten. Also, ihr habt gesehen, wie das läuft. Ihr habt das fertige Bild gesehen und mich hat es gefreut, euch das mal zu zeigen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.